Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Jurassic World Alive. Ich wollte heute eigentlich eine The Game-Folge machen, aber dann habe ich gemerkt, dass es noch gar nicht die Eiszeitkreuzung gibt. Weil da kommt tatsächlich eine raus und ich habe gedacht, die gibt es schon. Und dann habe ich mir gedacht, ja super, dann kann ich ja jetzt gleich ein Video machen. Aber nee, die gibt es leider noch nicht. Deswegen kommt jetzt Alive. Ich habe immer noch nicht den Trichosaurus, weil mir weiterhin Kentrosaurier fehlen. Also, ja, ne, hier. Wir können, glaube ich, einmal machen, ja, 52 habe ich, aber das war's dann auch. Ja, 30 ist nicht schlecht, aber gibt uns nur einen Versuch für den Trico. Wir brauchen unbedingt Kentros, ich hoffe, die gibt es irgendwann. Okay, 30 ist echt nicht bad. Sonst geht alles relativ rund. Momentan, ja, kann man hier, ja, Sinoceratops, Stegoceratops und Stegimoloch finden. Ich weiß jetzt nicht, welchen ich mir holen soll tatsächlich, aber ich werde wahrscheinlich für den Sinoceratops gehen. Einfach nur, weil ich nur mal sicher gehen möchte, dass mir kein für den Yttersino nichts ausgeht, weil ich den unbedingt aufleveln möchte. Ja, ihr seht schon, Yttaraptoren fehlen mir dann auch wieder. Echt wahnsinnig. Ja, sonst hier, der Sinoceratops ist echt ein guter Kollege. Level 18 reicht mir bisher. Ich hatte nie Gegner, die... Also, ich hatte noch nie einen Spinotasaurus, so wirklich, der krass weit oben war. Und ja, hier momentan, ja, lieben wieder ein paar anscheinend das Bündnis. Keine Ahnung, ich habe das jetzt nicht so ganz mitbekommen. Ich versuche auch immer zu spenden, wenn es geht. Jetzt gerade, ja, seht ihr, habe ich jetzt nicht viel gespendet. Ich werde jetzt nicht hier im ganzen Video hier einfach die ganze Zeit spenden, spammen. Das mache ich dann meistens auf dem Handy. Aber... ich werde auf jeden Fall hier ein bisschen durchwechseln, also ihr könnt ruhig mal anfragen. Und ich habe gestern wieder einen Kampf machen können. Oh fuck, das wollte ich jetzt nicht. Es kann sein, dass es wieder geht. Und das heißt, dass ich auch irgendwann mal jetzt einen Stream bringen könnte. So habe ich auch neue Anfragen, Leute. Aber wie gesagt, bitte spamt nicht die Anfragen, weil wenn ich über so 68 Freunde gehe, kann ich dann leider eben nichts mehr machen, meine Freundesliste. Deswegen spamt ihr nicht so, sonst hängt wieder alles. Also, wenn das dann wirklich geht, dann könnte ich wirklich demnächst mal einen Stream zu Alive bringen. Mal schauen, wie es zeitlich hinhaut. So, dann hoffen wir mal, dass wir Kentros bekommen aus diesen Kistchen. Aber eigentlich kriegt man immer Baryonyx und Sticky. Oder ist das nicht festgelegt? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ob das hier mit der Elo zusammenhängt. Nee. Das könnte schon mehrere sein. Aber jetzt ist es eh schon wurscht, weil 2x18 Kentros bringt uns nicht viel. Vor allem, wenn wir keine kriegen. Boah, was ist im Stiggy, ey? Also ich weiß echt nicht, was ist denn wichtig? Bin mal am überlegen. Eigentlich schon der Sinoceratops, ne? Weil der Monostegotops ist zwar auch ziemlich gut jetzt geworden, aber ich weiß nicht, ob ich deswegen Stegoceratops mir holen sollte. Ah, ich weiß echt nicht. Und Stegimurloch, wie ist das bei dem? Hat der, was hat denn der so für... Hat der gescheite Hybriden? Ich weiß das jetzt gerade gar nicht. Ja gut, der Paramoloch, der ist... ja, echt nicht so schlecht mittlerweile, weil der hat ziemlich viel Stunts. Ah, das ist eine gute Frage, aber einfach, damit wir den holen können wahrscheinlich, würde ich wahrscheinlich auch ein bisschen Stiggies holen. Oder reicht mein DNS? Das sind ja dann 150, 100, 300, 400, 500. Ja, ich werde wahrscheinlich sogar noch ein bisschen, werde sogar noch genügend haben wahrscheinlich mit dem momentan. Naja, ich... bin ja sonst immer einer, der ganz gern ganz viel Saurier zeigt und alles, aber momentan ist mir irgendwie nicht so danach. Ich möchte jetzt eher den Trico bekommen und ein bisschen bei mir leveln, anstatt zum Beispiel, ja, jetzt einen Hybriden zu zeigen. Nur mal schauen, also ich habe jetzt keinen für die Folge vorbereitet. Das wird eine reine Kampffolge und wie ihr seht, Talkfolge. Mal schauen. Mir wurde auch gesagt, ich soll unbedingt den Indoraptor mal aufleveln. Ich habe es auch mehrfach jetzt bemerkt, dass es echt wichtig ist. Und Leute, ich glaube, heute ist der Tag gekommen. Wir werden Indoraptor auf Level 22 leveln. Weil jetzt haben wir das Geld. Auch die ganzen Events. Ja, es erscheint mir sehr wichtig. Level 22 Indoraptor. Eieiei. Eieiei. Heftig. Ja, und sonst hier Spinotasaurus. Mal schauen, eventuell. Ja, und Sigodeus ist ja weiterhin kein schlechtes Viech. Ja, ich wüsste jetzt nicht, mit was ich den ersetzen soll. Den könnte man vielleicht dann auch noch ein bisschen leveln, wenn man Geld hat. Mal schauen. Machen wir mal ein paar Kämpfchen hier. Ich bin echt am gucken, ob ich wieder ein paar Saurier jetzt kriege, die ich vorstellen könnte. Also Paramoloch könnte ich mal machen. Und Dragodistes eigentlich. Dragodistes mag ich zwar nicht so gern. Also, der ist ja generell eine starke Kreatur, aber ich mag ihn nicht im Team haben irgendwie. Das dauert mir einfach zu lang, dann die ganze Zeit mit ihm zu kämpfen.
Mit Ankyndrow ist es ja schon ekelhaft. Aber mal gucken, vielleicht stelle ich den trotzdem einfach mal. Ja, wir beginnen mal mit dem Dominus, würde ich sagen. Ach ja, sonst Alive, muss ich sagen, ja, macht schon weiterhin Spaß, aber ich hoffe, dass sie jetzt demnächst mal wieder irgendwie ein geiles Event raushauen. Weil immer wieder diese gleichen Kämpfe da zu machen, geht auf Dauer auch ein bisschen auf den Sack. Okay, das ist gut hier. Erstmal zum Untersuchungs eingesetzt. Das ging in Dominus natürlich nicht so gut. Ach, verdammt, das war sein Schild gleich. Ey, das ist ja der Wahnsinn. Level 23er Stegodeus. Woher kriegt ihr denn die Viecher? Na gut, auf jeden Fall. Was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt weiß ich nicht, was ich noch sagen kann. Egal. Oh, ein Crit. Das ist schön. Mal schauen, wechseln wir oder wechseln wir nicht? 1600 und dann bin ich nächste Runde tot. GG. 1700. Immerhin kann unser Indoraptor ihn dann töten. Schaut euch an, dass sie bereits jetzt hat es sich schon gelohnt, den Indoraptor aufzuleveln, weil der kann den ja jetzt töten, oder? Er macht doch genügend Schaden. Ja, das hätten wir davor nicht machen können. Hat sich bereits jetzt schon gelohnt. Perfekt. Also ich weiß nicht, ob der reinigende Stoß ihn sonst auch getötet hätte davor. Ob nicht die 30%ige Panzerung zu viel gewesen wäre. Ah, verdammt. Ich hätte gedacht, er denkt, wir setzen jetzt unseren reinigen Stoß ein und deswegen bin ich nicht für den reinigen Stoß ihm gegangen. Dann hätte ich nämlich jetzt in die Runde mehr Schaden raushauen können und ihn für nächste Runde gehabt. Na gut, jetzt haben wir leider Blutschaden unnötigerweise kassiert. Oh Gott, ist er auch Level 22? Level 23! Was zur Hölle? Ich habe verloren. Ich habe jetzt verloren, egal was ich mache. Dafür sind meine Saurier einfach zu schlecht. Ihn one-hittet er. Den Triostronix hätte er in zwei Runden getötet. Und Ankyndrow keine Chance gegen Indoraptor. Ja gut, immerhin hat sich das Level wenig gelohnt bisher. Ich finde es echt krass, ich steige so hart ab, weil ich immer überrascht werde. Ich meine, sonst habe ich ja immer so bei 4-4 circa gegen so hochgelevelte Stegodeuse und Indoraptoren und so einen Kack gekämpft. Aber jetzt schon bereits hier über Level 23 teilweise zu haben, ist schon heftig. Da haben wir ein Paramoloch. Auch Level 22. Ach so. Ich meine, der hat halt echt verdammt viel Leben und zwei Stun-Fähigkeiten. Also schlecht ist auf keinen Fall. Er setzt sich mal sein Stun ein. Geht dafür an, Sturm und Wechsel. Und der Blutschaden geht nicht mehr durch. Level 23 Diplotator, sag mal. Also ich habe das Spiel jetzt seit 4 Tagen circa nicht mehr aktiv gespielt. Aber sowas habe ich ja. Das ist ja. Also sowas Krasses habe ich ja noch nicht erlebt. Noch nie erlebt. Komm bitte, Crit. War so blöd von mir. Ich hätte einfach zum Ankyndrow wechseln sollen. Schade, Mann. Es wäre worth gewesen, hätte ich ihn jetzt gekillt, aber ich hätte zum Ankyndrow wechseln sollen. Ich bin ja so. Ich bin auch gerade so blöd jetzt. Das ist der Wahnsinn. Gut, all seine Viecher sind ziemlich low. Okay, nicht alle, aber einige. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Jetzt wird er wahrscheinlich zu diesem kleinen Drecksviech wechseln, weil das hat ja Aufhebungsangriff. Er Sukutata, wo bin ich gelandet? Ja, jetzt bin ich weg. Sonst ist ja immer so, dass mal abends total verarscht wird. Jetzt spiele ich so mittags rum. Yo, Alter, der hat ja richtig viel Leben jetzt. Der haben sie ja richtig krass gebufft. Was soll ich tun?
Er wird jetzt. Okay. Vielleicht geht er für übermächtiger Angriff. Und danach wird er wieder seinen Blutschaden raushauen. Ja, jetzt ist Schwachsinn, die Runde ist. Ah, ich hatte jetzt schon wieder. Also Sukutato haben sie echt krass gebufft. Holy shit. Ist eh egal, muss er machen. Der wäre echt eine Überlegung, sich zu machen, ne? Level 23, das wird teuer. Aber so ab über Level 20 scheint er echt krass zu sein. Na gut, aber dafür bin ich einfach zu schlecht, kann man sagen. Also da habe ich. Dafür ist meine Intention zu sehr darauf orientiert, dass ich es auch zeigen möchte. Na gut, ist jetzt egal, ist nee, tot. Das ist krass. Also ich habe gewusst, dass der einen Lebensbuff bekommen hat, aber so krass wusste ich nicht. Und jetzt sind wir auf 4129. Wenn wir jetzt nochmal so einen krassen Gegner kriegen, also entweder spielen wir gerade gegen Leute, die absichtlich hier auf dieser Elo sozusagen ein bisschen rumtrollen. Also halt eben absichtlich. Ach shit, ich hätte für einen Rex gehen sollen. Ja, absichtlich halt abgestiegen sind. Oder die haben wirklich so krass. Ich habe keine Ahnung. Oh, wir beide kritten, als ob. Komm, schneller, schnell, schnell. Alter, zweimal gekrittet jetzt. Krass. Ich muss nur seine kritische Wirkung einmal dodgen. Dann habe ich den Fight gewonnen. Nice, weil da macht er nicht genügend Schaden. Ich gehe dafür, weil vielleicht wechselt er. Oder nicht. Okay, 1-2 getradet mit dem Dominus. Kein schlechter Anfang. Okay, jetzt hat er einen Yutasino, der jetzt auch gleich seine Stun-Fähigkeit hat. Gegen sowas finde ich es immer schwer zu spielen, weil ich würde jetzt eher den Triostronix nehmen, weil er nicht gestunt werden kann. Problematik, der tötet mich in 2 Runden. Ich bräuchte am besten jetzt gegen ihn einen Tank, habe ich aber nicht. Hey, ist das ein Ranz? What the fuck, man? Der Yutasino ist so krass, wenn man keinen Tank im Team hat, Alter. Mann. Jetzt hat er seinen scheiß Stun. Das ist eh wurscht. Ja. Ach, Mann. Ah, und er hat einen Tank, wahrscheinlich. Ich muss stunnen, sonst habe ich Probleme. Nice, nice, nice. Es wird nicht reichen, es ist ein Anzeigefehler. Ja. Ja, jetzt muss ich wechseln. Also er hat noch einen Yutasino, zu dem er jetzt vielleicht wechseln wird. Das ist die Frage. Ich würde mich einfach nicht in 2 Runden. Okay, er hat verloren. Ja. Haben wir einfach zu viel Schaden. Leider drauf. Er hat zu wenig, um uns zu töten. Alter, als ob diese scheiß Matches gerade zu. Also, ja, wir hatten auch ein bisschen Pech mit unserem Matchup. So, aktivieren jetzt einfach mal. Ich hoffe, dass wir jetzt. Ja, alles so ein bisschen kriegen. Sprich, Tank, hier ein Indoor. Vielleicht den Rex noch mit dabei und einen Raptor. Mal schauen. Oder am besten vielleicht noch Spinotraptor. Das ist Blutschaden. Jetzt haben wir 2 Tanks quasi. Und gar kein Raptor. Das ist natürlich nicht gut. Er hat einen Indoraptor, der einen Rex natürlich übelst fertig macht. Aber nur Level 21. Wenn wir kritten, ist er weg. Nee, da ist er nicht ganz weg. Schade. Stimmt.
Auf jeden Fall würden wir viel Schaden raushauen. Mal schauen. Triff einfach eine Attacke, Rex. Dann ist alles okay. Ah, das ist doch okay. Wenn du es nochmal treffen würdest, wäre auch ziemlich nice. Schade. Na, zu wechseln ist... Es lohnt sich nicht, weil der... Den Rex mit 1056 Leben zu haben, lohnt sich nicht. Er hat auf jeden Fall keinen reinigen Stoß mehr, das wissen wir ja jetzt. Deswegen werden wir einfach die Ablenkung gehen. Ich hoffe, er setzt seinen Ansturm jetzt ein. Das ist für uns ziemlich gut. So, und jetzt hat's... Wäre es optimal, würde er seine Haltung einsetzen, seine ausweichende Haltung. Aber wird er wahrscheinlich nicht, ja. Weil er weiß, sie würden wir ihm sofort wegnehmen. Lieber nochmal 1000 Schaden raushauen, ist besser. Gut, jetzt hoffen wir mal, dass wir gegen einen kämpfen, wo wir nochmal schön Schaden raushauen können als ein Kyndro. Ah, das kann schwer werden. Ach, verdammt. Ich habe gedacht, er geht jetzt für seinen übermächtigen Angriff. Jetzt habe ich seinen Ansturm leider nicht geblockt. Na, jetzt geht er ziemlich sicher für seinen Stun. Ja, wir werden jetzt einfach ein bisschen Damage blocken. Aber das Problem ist, er wird uns jetzt stunnen. Dann können wir eine Runde lang nichts machen. Dann wird er seinen Ansturm einfach mal auf uns einsetzen. Was? Er geht für die Unverwundbarkeit? Was ist denn bei ihm los? Verdammt. Jetzt geht er für den Stun. Ah, wäre schön, wenn er nicht drin... Ja, nice, Mann. Wir sind ihm ausgewichen. Das ist gut. Jetzt geht er für seinen Ansturm. Hoffe ich zumindest. Schaut euch an, wie lang sich dieses Match zieht. Das ist doch ekelhaft. Das ist doch ekelhaft. Ja. Das bringt dir überhaupt nichts, Kollege. Ich slow dich nämlich noch heftiger. Oder wird sein Konterangriff uns töten? Ich glaube nicht, dass der genügend Schaden machen wird. Aber knapp. So, dann haben wir den jetzt tatsächlich getötet. Krass. Ein fucking Dragodistes. Mit einem Ankyndro fertig gemacht. Okay, er wechselt zum Indominus. Interessant. Sehr interessant. Wechsel jetzt, weil er will ja komplett auf seine Tarnung jetzt spielen und wenn er die einsetzt, wechsle ich zum Ankyndro. Und die müsste er jetzt einsetzen. Mal schauen, ob er es macht. Ja. Dann sind wir nämlich die Tarnung jetzt los. Ich weiß nicht, ob das so worth ist, aber... Er kann sie nämlich jetzt nochmal dann einsetzen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so krass Wurf war. Den macht er nicht. Was hat er jetzt noch gehabt? Er hat einen sauschwachen Dragodistes. Okay, er hat noch einen Stegoceratops. Aber wir sind immun. Das ist gut. Das ist ziemlich gut, dass wir immun sind. Dadurch dürften wir ihn jetzt gleich töten. Machen ja genug Schaden. Ja, das war natürlich jetzt lucky. Hätte er jetzt noch einen... Den Doraptor haben wir ja schon getötet. Oder bin ich blöd? Das Match hat sich jetzt so lange gezogen, Leute. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob er den Doraptor dabei hatte. Auf jeden Fall hat unser Ankyndro eben seine beiden Indos, wenn er sie gehabt hat. Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube schon, dass er einen hatte. Hat er auf jeden Fall gut gecountert. Und das ist ja das Gute am Ankyndro.
Also hätte er jetzt vielleicht noch einen Yutasino gehabt. Das wäre gefährlich gewesen für den Triostronix. Ja, obwohl, wir hätten ihn wahrscheinlich mit dem Ansturm getötet. Natürlich, da hatten wir 2500 Schaden gemacht dann, weil wir hätten uns ja davor gebufft. Ja gut, ja klar, wir hätten ihn eigentlich gehabt. Ja gut, das ist eigentlich gar kein schlechtes Matchup. Bis auf, dass wir keinen Stegodeus haben. Mal schauen. Das ist interessant. Das ist nicht so gut. Na gut, wir wissen, aber er wird für seine Unverwundbarkeit gehen. Ja, das heißt, wir werden versuchen, jetzt schon auszuweichen. Hoffen, dass es so auch sein wird. Oh, wir werden nicht betäubt. Was für eine Ehre. Wie viel Schaden machen wir jetzt überhaupt? 2304, das ist zu spät. Ich meine, der Indoraptor hat ja einen wahnsinnig krassen Damage-Output. Und wenn wir den jetzt natürlich nochmal verstärken, wie wir es ja vorhin getan haben, durch unser Aufleveln, ja, dann haut der ordentlich rein. Das ist ja krass. Macht sich schon merkbar. Ah, schade. Wenn wir dem ausgewichen, das wäre natürlich ultimativ gewesen. Ja, gut, ein Raptor. Das ist jetzt die Frage. Macht. Ja, der macht genug Schaden. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich will meinen Indoraptor noch nicht hergeben. Ich glaube, 1500 Leben ist gar nicht mal so bad. Das kriegen wir schon hin. Ich hoffe, er hat keinen Indominus. Ich weiß nicht, ob das hier von mir nicht gut war, dass ich den jetzt hier eingesetzt habe. Er wird jetzt sehr wahrscheinlich wechseln, weil 132 Speed, das will er behalten, wenn er mal einwechselt. Ja. Blutschaden, Alter. Dieses Drecksviech hier, dieser Supotator, ist ja echt widerlich. Es ist scheißegal, was wir machen. Mal schauen, ob er schlau ist. Tatsächlich. Ich merke jetzt gerade erst, dass Sukutator ein richtig, richtig krasses Viech geworden ist. Holy shit. Ah, Mann, oh Mann. Ich bin blöd. Oh, ich kritte zum Glück. Oh, das Spiel rettet mich. Ich habe gerade gedacht, wir sind langsamer als er wegen hier Spinotaraptor. Spinotaraptor, genau. Ich denke immer, dass der. Spinotasuchus, ich denke immer, der ist vor uns dran, der Gegner. Oh mein Gott. Komm, Crit. Schade. Echt Wahnsinn, ey. Wahnsinn, Wahnsinn. Ach du Scheiße. Das wird jetzt so ein beschissen knappes Match. Also dieser Wechsel zum Ankündre von mir, der war hart blöd. Das habe ich. Na, das habe ich echt nicht gut gemacht. Oh, was? Als ob. Er denkt, dass wir direkt für die Tarnung gehen. Okay, interessant. Okay, dadurch haben wir noch gewonnen. Holy shit. Oh, diese Taktik und diese Spannung immer. Wahnsinn. Jetzt bin ich wieder bei 4209. Bin ich nicht sogar direkt an dem Punkt gestartet? Auf jeden Fall ähnlich. Ja, dann war das ja. Waren das ja interessante Matches. Und ja, der Sukutator ist heftig. Und ich schau mal, dass ich hier. Vielleicht ein paar Freundesmatches machen kann, wenn ich Zeit finde. Gerade ist wieder eine bisschen, ja, zeitlose Phase, wenn man es so sagen kann. Also, bitte seid mir da nicht böse. Ich sehe schon hier die Anfragen, alles. Das geht ja wieder, zum Glück. Ja, und ich hoffe, wir kriegen irgendwann Kentrus. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Bitte nicht so spam mit den Freundeslisten und nicht immer Freundschaftsanfragen. Und nicht immer enttäuscht sein, wenn ich jetzt nicht jeden Tag kämpfen kann. Bitte, ich habe echt nicht so viel Zeit. Aber ich werde schon noch zu einem Kampf kommen. Ja.
Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ciao.